Sie sind hier, 25. Oktober 2018, 12:01, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Der ehemalige Werder-Coach Viktor Skripnik feiert seinen ersten Titel in Lettland. Urheberrecht Getty Images. Viktor Skripnik feiert in Lettland seinen ersten großen Erfolg. Mit dem Riga FC gewinnt der ehemalige Coach von Werder Bremen den nationalen Pokal. Viktor Skripnik konnte mit seinem Club Riga FC den ersten großen Erfolg in Lettland feiern. Der ehemalige Coach des Bundesligisten Werder Bremen sicherte sich am Mittwochabend den Titel im lettischen Pokal. Gegen FK Ventspils setzte sich sein Team mit einem 5:4 Erfolg im Elfmeterschießen durch. Nach der regulären Spielzeit stand es 0:0, wir sind sehr glücklich, dass wir unseren ersten Titel gewonnen haben, sagte Skripnik nach dem engen Spiel. Skripnik steht vor Double-Gewinn für Riga, war es der erste Sieg im Pokal. In der Liga ist Skripniks Team ebenfalls auf Erfolgskurs. 3 Spieltage vor Ende der Saison führt der Hauptstadtklub die Tabelle mit 6 Punkten Vorsprung auf Ventspils an. Bereits am Samstag kann Riga die Meisterschaft in Lettlands höchster Fußballliga eintüten und das Double perfekt machen. Skripnik mit Werder-Double-Sieger. Skripnik steht seit Juli beim Riga FC an der Seitenlinie. Bei Werder hatte der 49-Jährige als Profi 2004 DK-Sekunden-Double aus Meisterschaft und Pokal geholt. Für die ukrainische Nationalmannschaft hatte er 14 Einsätze, nach seiner aktiven Karriere war er bei Werder Bremen zunächst als Nachwuchscoach und ab 2014 als Trainer des Bundesliga-Teams tätig, musste sein Amt nach einem schlechten Start in die Saison 2016/17 aber abgeben. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.